Ich hatte euch davon berichtet, dass es aktuelle Gesetzesverschärfungen im Strafrechtsbereich gibt, die viele, die jetzt im Internet unterwegs sind und kritisch im Internet unterwegs sind, betreffen können. Da hatte ich euch über die sogenannten Feindeslisten und die Verbreitung von Feindeslisten und die Strafbarkeit, die neue Strafbarkeit informiert. Heute geht es um das Thema verhetzende Beleidigung. Es wurde ein neuer Paragraph, der 192a ins StGB eingefügt. Wer einen Inhalt, der geeignet ist, die Menschenwürde anderer dadurch anzugreifen, dass er durch ihre nationale, rassische, religiöse oder ethnische Herkunft, ihre Weltanschauung, ihre Behinderung oder ihre sexuelle Orientierung bestimmte Gruppen oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, an eine andere Person, die zu einer dieser vorbezeichneten Gruppen gehört, gelangen lässt, da muss man erstmal diesen ganzen Gesetzestext verdauen, ja, ohne von dieser Person hierzu aufgefordert zu sein, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Derzeit ist es so, dass das aktuell schon geltende Recht, ja, vor dieser Änderung schon die Volksverhetzung 130 StGB, Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung 185 folgende StGB unter Strafe gestellt hat. Also das war schon immer strafbar. Aber so bestimmte Äußerungen, die vor allem die Menschenwürde anderer angreifen, waren von diesen Vorschriften bisher nicht so richtig erfasst worden. Meiner persönlichen Meinung nach waren die schon erfasst, aber der Gesetzgeber sieht das anders. Insbesondere verhetzende Inhalte, die sich gegen bestimmte Gruppen richten und einfach dadurch das Problem haben, dass sie Menschen, die zu dieser Gruppe irgendwie zugehören oder in diesen Topf mit reingeworfen werden, dass die dadurch so kriminell, also dass denen gegenüber kriminell agiert wird, ja, das ist das Thema von dieser neuen Norm. Gerade eine strafbare Beleidigung ist oft konnte nicht bestraft werden, weil es keinen Bezug zu einer individuellen Person gab, ja, wenn man so sich so an eine Masse richtet. Und diese Lücke schließt jetzt der neue 192a StGB. Es werden Inhalte erfasst, die durch nationale, rassische, religiöse oder ethnische Herkunft, Weltanschauung, Behinderung, sexuelle Orientierung, diese Gruppen eben bilden sozusagen, ja, und jemanden, der einen Menschen quasi so einer Gruppe zuordnet und damit dann verhetzt sozusagen, der soll darin bestraft werden. Da, dass hier die Tathandlung, ja, die einfach darin besteht, dass man den Inhalt an eine Person dieser Gruppe gelangen lässt, ist das eine sehr, sehr niedrige Hürde für eine Bestrafung. Also ich bin bei dieser Norm und ihrer Formulierung, mal abgesehen davon, dass es sehr, merkt ihr schon, wenn ich sie euch vorlese, dass das sehr schwer zu fassen ist. Ich bin wirklich gespannt, wie in der Anwendung man hier das hinbekommen will, dass man die Strafbarkeit nicht in normales oder für bestimmte Menschen zumindest normales Alltagsverhalten rückt. Ich bin damit nicht der Meinung, dass so ein Verhalten, was man so üblicherweise sagt, ja, dass man Leute eben diskreditiert, weil sie eben eine andere Religion haben oder weil sie eine andere Sexualität haben. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass man Menschen deswegen in irgendeiner Weise in Gruppen hauen sollte, dass das irgendetwas über die Leute aussagt und dass man sie so behandeln sollte. Aber es ist auch so, dass nicht jeder, der das macht, der hier kein Feingefühl hat oder der so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, auch von gestern ist, der einfach das macht, was seine Vorfahren auch schon immer gemacht haben, Menschen in so irgendwelche Gruppen reinzuhauen, dass der sofort mit dem Strafrecht bestraft werden sollte. Ich finde soziale Ächtung, also das einfach, dass man sagt, ey, das ist nicht in Ordnung, lass sowas, ja,
Das muss weiter auch eine Möglichkeit bleiben. Wir können nicht überall dort, wo wir quasi ein Problem sehen in der Gesellschaft, immer die Strafrechtskeule rausholen. Du merkst also, dass ich zwar hinter dem Anliegen des Gesetzgebers stehe, sehr, sehr stehe, dass ich aber die Antwort immer mit der Strafrechtskeule nicht richtig finde. Wie ich das übrigens auch in vielen anderen Bereichen, das ständige Verbieten dazu führt, dass Menschen glauben, alles, was nicht verboten ist, ist damit ausdrücklich sozial wünschenswert. Denk an das Rauchen, das ist für mich immer das beste Beispiel. Früher war es ein Gebot der Höflichkeit, dass man jemanden gefragt hat, der gerade gegessen hat, stört es, wenn ich hier rauche? Dann kam die Zeit, wo das nicht mehr gemacht wurde. Und dann meinte der Gesetzgeber quasi, Rauchen in bestimmten Situationen einfach verbieten zu können, zu müssen. Und in der Folge ist diese ganze Rücksichtnahme völlig verloren gegangen. Jetzt sagen Leute, wieso, hier darf ich doch rauchen, und dann rauchen sie halt einfach, wie es ihnen gerade in Kram passt. Mir persönlich ist eine Gesellschaft lieber, die auch gewisse Regeln ohne Verbote und ohne das Strafrecht in den Griff bekommt. Und da sind wir in Deutschland sehr, sehr schlecht. Das sieht man unter anderem im Bereich der Corona-Bekämpfung. Wir regeln bis ins kleinste Detail, wer was wie darf oder nicht darf, bis in die kleinste Verästelung, sodass es keiner letztlich mehr wirklich versteht. Und wir sehen, dass diese Art der Pandemiebekämpfung auch dazu führt, dass sehr, sehr wenig Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung oder gewisser Teile der Bevölkerung dafür entsteht. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht in anderen Ländern viel rigidere Verbote gibt. Ja? Aber es gibt dann Verbote, wenn die sozusagen aktuell dringend notwendig sind. Aber in Deutschland haben wir immer die Tendenz, wir können eine neue Norm schaffen, dann machen wir das mal sofort. Und wir haben die Tendenz, die Freiheit zu beschneiden, wo es nur geht. Nur die Freiheit, die erstmal beschnitten ist, die kommt dann nicht von alleine wieder. Das ist unser sehr speziell deutsches Problem.